Guten Morgen miteinander. Schön, dass wir wieder da sind. Wir sind heute an einem ganz besonderen Platz, der mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und zwar sind wir in Irland. Und ich nehme euch mit auf unsere Reise von ganz vom Norden von Irland bis aber nach Süden. Es ist jetzt so, ich weiß, Man and Mountain ist eigentlich ein Bergsportkanal. Und grundsätzlich könnte man in Irland sehr gut alpin klettern, respektive Treadclimbing, also mit selbst mitgebrachter Sicherungsmittel. Es ist für mich einfach immer noch nicht möglich mit meiner Schulter. Und darum haben wir uns entschlossen, dass wir natürlich nichtsdestotrotz den Urlaub machen. Und ja, einfach reisen, uns die Insel anschauen. Und irgendwann denkt ihr euch dabei mit. Wir sind jetzt am ganz nördlichsten Punkt für Irland, in Malinhead. Also ihr seht, hinter mir geht gerade die Sonne auf und wenn man in die Richtung schaut, kann man an guter Tag auch tatsächlich Schottland sehen. Und von da aus starten wir. Unser Weg wird uns, wie gesagt, nach Süden führen. Wir fahren einen Teil vom Wild Atlantic Way, das ist die längste Küstenstraße der Welt. So passt zumindest in der Werbung dafür. Sie ist ganz an der Westküste für Irland. Ich muss dazu sagen, Entschuldigung, wenn ich da jetzt gerade immer rumfuchtel, aber es hat da irgendwie so eine Klimucke und die würde ich gerne vermeiden. Wir fahren der Wild Atlantic Way entlang und wir fahren nicht der komplette Wild Atlantic Way, das habe ich nämlich schon mal gemacht und das ist ja sehr zeitaufwendig, weil man wirklich jedes kleine Büchtle an der Küste mitnimmt, sondern wir haben 2 Wochen Zeit und fahren drum, sag jetzt mal, effiziente Version vom Wild Atlantic Way, wo wir uns wirklich die größte und schönste Sehenswürdigkeit da anschauen, ohne jetzt nur in die Touristenfalle rein zum Rennen. Ihr habt es schon gehört, ihr habt gesehen, wir fahren. Wir sind mit dem Flugzeug da angekommen in Dublin und haben uns dann einen Mietwagen genommen. Sind lustigerweise dann auch wirklich nur upgraded worden. Das heißt, wir fahren jetzt momentan mit einem relativ dicken Auto durch die Welt. Ist gar nicht immer optimal in Irland, weil manche Straßen sind sehr, sehr klein. Aber ja, das ist, was wir jetzt haben. Wir machen das Beste draus, es wird sicher lustig und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dann würde ich sagen, starten wir mal von da aus, Malinhead, und ja, ich zeige euch nur kurz die Gegend und dann fahren wir Richtung Süden. Donegal ist das nördlichste County in Irland. Für die Einwohner wird so oft als Forgotten County bezeichnet. Wegen seiner Klippe und majestätischer Sonnenuntergang hat Donegal in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt und ist jetzt ein wirkliches hippes Reiseziel für ihren Inhalt für Irland. Never der Klippe gibt so wunderschöne Strände, an denen man perfekt surfen kann. Zum Schwimmen ist das Wetter meistens leider nicht gut genug. Wir haben leider nicht super viel Zeit, um in Malinhead zu bleiben, sondern müssen uns auf den Weg machen. Donegal ist kein riesiges County, es hat ungefähr 4.500 Quadratkilometer an Fläche. Nichtsdestotrotz braucht man einfach ein bisschen, bis man über die Landstraße irgendwo ankommt. Es ist echt nicht zu schnell. Wir sind jetzt an unserer ersten Zwischenstation angekommen. Und das ist der Hornhead. Man kommt im Prinzip da oben an, es ist ein Scenic Drive. Und ja, ist recht schön. Wie gesagt, immer noch der ganz im Norden, County Donegal. Und dahinter sind da jetzt eine Ruine. Dort. Und zu der laufen wir jetzt mal rein. Ja, und ich würde sagen, schauen wir mal, wie das Wetter läuft. So, wir sind jetzt also fast bei unserem Ziel angekommen.
sind jetzt da noch vielleicht 50 Meter offen. Und dahinter sind da jetzt nochmal, wo wir losgelaufen sind, bei dem kleinen Hüsle. Und ja, es schaut Wetter aus, als es tatsächlich ist. Ich würde sagen, wir sind jetzt 25 Minuten gelaufen. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Landschaft. Und von daher kann man Hornhead nur empfehlen. In der Reiseführer-Dinner sieht man eigentlich überall, dass man Fennethead machen sollte, weil es dort einen Leuchtturm und sowas gibt. Und der Leuchtturm ist schon irgendwo schön, aber wir fahren halt wirklich bis direkt an, stiegen aus, schon euch der Leuchtturm an und fahren wieder weg. Während man da halt wirklich die Möglichkeit hat, sich ein klein Gelände zu bewegen. Und das finde ich wesentlich schöner. Gut, und dann laufen wir jetzt mal da auf zu der Ruine, wo wir an wollten. Die Türme in Hornhead, das sind beides Beobachtungstürme, die Gebäude, die ich euch gesagt habe. Der wir da sehen, ist tatsächlich aus der Zeit der Napoleonischen Kriege. Und der andere, den ich euch vorher gesagt habe, von dem aus wir gestartet sind, ist ein Beobachtungsturm aus dem Ersten Weltkrieg. Hornhead ist ein Naturschutzgebiet. Die Klippen ragen bis 180 Meter aus dem Wasser raus. Es gibt jede Menge verschiedene Vögel. Man darf sich aber trotzdem relativ frei da bewegen. Was wir da jetzt sehen, ist die Stelle, an der wir gerade gestanden sind, allerdings von einem Werk Witterdunder vom Drive. Der Drive selber ist ein Loop, das heißt, er führt euch einmal komplett um Hornhead rundum und am Ende stand er wieder auf dem Wild Atlantic Way und können Witter Richtung Süden fahren. Was wir jetzt so machen. Wir nehmen wieder nicht die direkte Route, sondern fahren über den Glengash Pass. Und Glengash heißt auf Gälisch Tal der Schwäne. Glengash Pass ist eine sehr schöne kleine Gebirgsstraße. Da sind wir gerade an einem der Aussichtspunkte. Es ist schon wirklich ein sehr schöner Fleck. Man kann da gut verweilen, bevor man dann auf der anderen Seite einfach noch Ardara abfährt. Wir sind jetzt am zweiten großen Stopp für unserer heutigen Tour durch den Norden von Donegal. Die Slieve Leaks sind laut Werbung die größte Klippe von Europa. Ich glaube, es ist nicht ganz richtig. Ich glaube, es gibt noch ein paar höhere in Norwegen. Aber nichtsdestotrotz sind sie natürlich schon sehr beeindruckend. Und ja, momentan ist es jetzt August, ist es so, dass wir drunter am Parkplatz warten. Beziehungsweise wir müssen unter einem Parkplatz warten und haben dann ungefähr eine halbe Stunde auflaufen müssen. Ist nicht wild, ist aber jetzt auch keine unbedingt schöne Wanderung, weil man einfach eine Betonstraße entlang läuft. Ansonsten im Mai sind wir immer bis zum Zürcher Parkplatz oben aufgefahren. Und ja, ihr merkt, es ist relativ windig da oben. Und oben an der Klippe entlang, ich weiß nicht, wenn du da mal umfilmen könntest. Oben an der Klippe entlang gibt es ein Wanderwerk, der heißt One Man's Path. Den kann man machen, da wird überall gesehen, das sei eine relativ schwierige Wanderung. Ist es aber natürlich jetzt aus Bergsteigerperspektive oder aus Sicht von Leuten, die in der Alpen unterwegs sind, netter. Man sieht es da trotzdem hinter uns. Die Wolken ziehen relativ schnell rein. Also es kann wirklich sein, dass es in einem Moment relativ klar ist. Und dann im nächsten Moment hat man oben alles voll, ja, voll Wolke. Und da wird es dann schon ein bisschen heikler, weil im Endeffekt wird dann der Fels nasser. Aber so, ja, wie gesagt, da in der Nähe von der City Carrick, Slieve Leaks in Donegal, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich zeige euch nur ein paar Bilder und danach laufen wir zurück zum Auto und fahren dann tatsächlich nach Donegal Town in die Hauptstadt von dem County.
Donegal ist genau genommen nicht die Hauptstadt vom County Donegal, es ist aber die namensgebende Stadt. Es war der Sitz vom Clan der O'Donnells und da sind da jetzt so eine von der Hauptattraktionen, nämlich Donegal Castle. Neben dem Castle bietet Donegal Town aber noch was anderes, nämlich Pubs mit original irischer Musik. Das sind jetzt tatsächlich Aufnahmen aus dem Jahr 2018, wo ich schon mal da war. Und momentan ist aufgrund der Pandemie leider jegliche Indoor-Musikveranstaltung verboten. Ich hoffe, dass wir im Laufe von unserer Reise trotzdem noch Live-Musik senden können, weil für mich ist das ein ganz wichtiger Teil und man hat so das Gefühl, dass jeder ihre irgendwie singen kann. Manchmal liegen sie oder never. I do my whole endeavor and try and work a plan for to win the hand. Und Guinness gehört natürlich auch dazu. Dass wo früher noch Musik gespielt hat, jetzt die Straßen mehr oder weniger still sind, ist sicher eine von den Nebenwirkungen von der Pandemie, die man so noch nicht berücksichtigt hat. Der River Esk, der durch Donegal fließt, interessiert das natürlich alles nicht und wir machen uns auf der Straße unterwegs nicht nur nach Süden, sondern tatsächlich einige tausend Jahre in die Vergangenheit. So, wir sind jetzt in Carrowmore angekommen. Das ist eine neolithische Gräberstätte und ist eine von der bekanntesten, die da in der Ecke sind. Und dahinter sind da jetzt auch im Prinzip der Grabhügel. Was ich euch sehr empfehlen kann, momentan ist es wegen der blöden Pandemie leider nicht möglich. Es gibt keine Führungen. Wir haben uns kurz mit dem unterhalten, der da sucht, die Führungen macht. Wie gesagt, wir haben sie in früheren Jahren schon mal gemacht und es ist wirklich sehr, sehr spannend, dass wir da einfach eine Führung mitnehmen und euch das Zeug auch schon. Ich nehme euch jetzt gleich trotzdem mit. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht ganz so viele Infos, wie wenn da ein Archäolog steht, der sich im Prinzip mit nichts anderem als dem Ding befasst. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch zumindest die kleinen Gräber und natürlich dann auch das große freigelegte Grab dahinter. Zu normaler Zeit finden ihr da im Besucherzentrum alle Infos, die ihr euch über Carrowmore wünschen könnt. Carrowmore heißt übersetzt das große Viertel und es gibt über 80, manche sagen sogar 200 Gräberstätten auf über 3 Quadratkilometer Ausdehnung. Die Gräber stammen aus dem 4. Jahrtausend vor Christus, sind also über 6000 Jahre alt. Da sind da jetzt der Knocknarea. Den Hügel, den kleinen Steinernen, den ihr da drauf seht, das ist Queen Maeves Grab. Ist auch ein Steingrab, das ungefähr 3500 vor Christus gebaut wurde. Was ihr da jetzt seht, ist ein Passage Tomb. Das ist jetzt Grab 51. Das hat 34 Meter Durchmesser und ist eines von den klassischen Passage Tombs, die es in Irland gibt. Wenn da Führung machen, erzählt euch der Archäolog vor Ort ganz, ganz viel Interessantes über die Bauart, wie das Licht durchgeschienen hat zu gewisser Zeit, meistens zur Sonnenwende. Und der ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ja, und mit dem letzten Blick über die Jahrtausende alter Stirner verabschiede ich mich. Ich sage danke, dass ihr dabei gewesen seid. Die Reise nach Süden geht auf jeden Fall im nächsten Teil, nächste Woche wieder. Und ich sage bis dann.